Also, der Brief. Stammt er etwa von euch? Ich... Also eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Ich bin nur ein Sklave. Ihr müsst mit meinem Besitzer sprechen. Aber was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ins Sanktum. Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? War es etwa das, wovon im Brief die Rede war? Aber ich bin Sklave. Sie werden mich töten, wenn ich das Gelände verlasse. Deshalb konnte ich ja auch nicht tun, was im Brief stand. Ein Sklave eben, mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Es wird seine Richtigkeit haben, dass ich hier bin. Eigentlich sollte ich nicht weg. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin. Das wird nicht klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter. Und ich verstehe nicht, warum ihr oder dieses Sanktum etwas von mir wollen könnten. Sprecht nur mit meinem Besitzer. In der großen Hütte. Creo heißt er. Ich bleibe hier und warte. Aber bleibt bitte nicht zu lange weg, sonst suchen sie nach mir. Okay. In der großen Hütte. Ah, Creos Hütte. Super. Na, was bist du denn für einer? Hey, was soll das? Aufstehen, Drecksack! Was wollt ihr, Fremder? Fasst euch kurz. Ich habe keine Zeit für langes Geschwätz. Ihr wollt mir einen Sklaven abkaufen, ja? Wisst ihr überhaupt, wie schwer es heutzutage ist, an Sklaven zu kommen? Meine Sklaven sind unverkäuflich. Ihr amüsiert mich, Fremder. Warum verdammt nochmal wendet ihr so viel Mühe für einen einzigen Sklaven auf? Hä? Sie sind Sklaven, sie sind Dreck. Mit sowas verschwendet man doch nur seine Zeit. Der Schöpfer hat sie geschaffen, damit sie mir untertan sind. Genauso wie er mich erschaffen hat, weil er einen Sinn für bildliche Schönheit hat. Und wie er euch erschaffen hat, weil er offensichtlich auch einen Sinn für Humor besitzt. Haha! Aber wenn euch an diesem einen Sklaven so viel liegt, warum auch immer, so könnt ihr mir dafür einen anderen bringen. Sklave gegen Sklave, Auge um Auge, versteht ihr, ja? Ansonsten lasst mich in Frieden. Du Drecksack, ich hau dir gleich was auf die Mütze. Hey, was soll das? Kleine Pause. Ja, hallo, meine lieben Zockfreunde. Hier sind wir wieder. Na, was bist du? Vielleicht müssen wir noch mal kurz mit dir reden. Und was sagt ihr? Braucht nicht erst zu suchen. Ihr findet in dieser Zeit keinen Sklaven, den ihr kaufen könntet. Ich sagte doch, es ist vergebens. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ihr... Ach nein, was rede ich da? Ja, was? Ich wollte sagen, ihr könntet euch eintauschen gegen mich. Wie? Dann würden sie euch in die Festung oberhalb des Dorfes bringen und ihre... Tradition vollführen. Die Taufe. Jeder neue Sklave muss dadurch. Dort könnte ich euch rausholen. Ich kenne einen Schleichweg in die Festung hinein. Es mag einen guten Grund geben, warum ihr dieses Risiko meinetwegen auf euch nehmen wollt. Wegen eines Sklaven. Ich sehe diesen Grund nicht, aber ich bin euch schon jetzt sehr dankbar. Dann solltet ihr nun zu Creo gehen. Ein Unverschämter. Ja. Ich regle das mal auf meine ganz eigene Art. Ja.
Ja. Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kämchen? Der Schöpfer hat wahrlich einen guten Sinn für Humor. Aber gut, wie ihr wollt. Kim kommt frei. Und ihr seid dafür mein. Es war schließlich eure Entscheidung. Viel Spaß bei der Taufe, hä? Deine Männer! Ihr zwei da hinten, erledigt das. Es wird auch gar nicht wehtun. Drecksack! Die Söldner haben mich niedergeschlagen und in die Fessung oberhalb von Sildren verschleppt. Ich hoffe, Kim holt mich hier schnell raus. Die Situation verspricht, ungemütlich zu werden. Oh ja. Sehr ungemütlich. Wir werden dich jetzt auf dein Sklavenleben gebührend vorbereiten. Wenn wir mit dir fertig sind, bekommt das Wort Gehorsamkeit für dich eine ganz neue Bedeutung. Genau, dann wirst du winseln. Halt die Klappe. Wir verstehen übrigens unser Handwerk, auch wenn man es dieser Dumpfbirne da nicht ansieht. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich ja noch für die Arbeit. Vor der Arbeit. Das Vergnügen. Ja. Ruhig, verdammt nochmal. Sieht man ja. Wissen, welche Wunden die größten Schmerzen verursachen, ohne dabei zu töten. Ich meine, wer zum Teufel braucht denn schon Ohrläppchen oder Fingernägel? Oder was anderes. Gewissen Menschen hätte der Schöpfer keine Zunge geben dürfen. Apropos. Ach nein, die muss bei dir leider drin bleiben. Huch! Befehl vom Boss. Aber fangen wir an. Ja, fangen wir endlich an. Sag noch ein Wort. Was zum Henker? Ach, sehr nett, und wo ist nun unser gutes Excalibur? Darf doch wohl nicht wahr sein. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir durch den Schleichweg aus der Festung fliehen. Und Creo wird es erst merken, wenn wir schon längst weg sind. Er wird mich vielleicht suchen, aber ins Sanktum kommt er bestimmt nicht. Zuerst holen wir deine Sachen und dann verschwinden wir. Geh du vor. Ja, aber Siggi. So, Hallöchen. Geh mal runter. Okay. Oh ja, scheint wirklich ein bisschen steil zu sein, ne? Die kommt. So. Runenverzierter Eisenküras. Bleibst du mal stehen? So. Geht doch. Na, kommst du auch mit?
Okay. Ja, aber klar doch, ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Children. Das war dein letzter Fehler. Das war dein letzter Fehler. Puh. So. Okay. Ja, das ist es. Eine prickelnde Situation. Okay, wo stehen wir denn hier eigentlich? Noch gar nicht so weit weg. Aber woher bekommen wir nun wieder unsere Ausrüstung? Schönes Eis. Aha, wir haben einen Hasen erlegt. Zuerst holen wir deine Sachen. Ja, würde ich ja gerne. Ja, hoch. Sollten wir. Leise vorgehen. Meine. Oh.
Ach, die kann auch zaubern. Na logisch, ist sie auch eine von den Auserwählten. Anweisung. Befehl an die Sklaven. Seid unser Anführer, ehrenwerter Besitzer Creo, weil Schneckenblätter auf den Gang ausgerutscht ist und sich dabei der Außerkante danach den Hase krumm geschlagen hat. So ein Idiot. So. Nochmal von hier starten. Kein Problem. Haha. Ja. Hallo. Dürfte ich mich auch mal bewegen? Danke. Ach, ist er schon down? So. In neuem Look. Zuerst holen. Ja. Ah, müssen wir nun wieder zurück zur Festung. So, Blitzheilung. Moment mal. Die kannst du mir ja mal da lassen. Wie das so viel Mana verbraucht, aber fast kein Ergebnis zeigt. So, das sollte fürs erste Mal genügen. So, stelle mich nun mal hier hin. Speichere und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Zockfreunde, tschüss.